Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Rettungssysteme. Viel Spaß! Es gibt eine Vielzahl von Sicherheitssystemen und Rettungssystemen in der bemannten Raumfahrt. In der heutigen Montagstechnik-Folge von Senkrechtstarter wollen wir uns aber auf die Startabbruchsysteme beschränken. Und vor allem, warum Space Shuttle und das Starship von SpaceX keines haben. Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Mit Toni von Mondgeflüster haben wir in dem Video heute einen Experten für die Apollo-Ära. Wenn du seinen Kanal noch nicht kennst, unbedingt abonnieren. In seinem Video zu Mercury, Gemini und Apollo geht er auch nochmal deutlich mehr ins Detail als die Ausschnitte, die ich euch heute hier in meiner Episode zeige. In der Folge heute schauen wir uns aktuelle Systeme wie Crew Dragon und Starliner an, schauen mit Toni auf die Apollo-Ära, besprechen Soyuz und Shuttle und kommen am Ende auf SpaceX Starship zu sprechen. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Das ist kein Betteln um Aufmerksamkeit, sondern tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie du dem YouTube-Algorithmus zeigen kannst, was du für guten Content hältst. Ja, dann werden dir auch weniger Schminkvideos vorgeschlagen. Wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und dich brennend für Raumfahrttechnik interessierst, dann unbedingt den Kanal abonnieren, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Außerdem bekommst du dann natürlich Events wie zum Beispiel morgen Abend den Antares-Start mit dem Cygnus-Transportflug zur internationalen Raumstation ISS mit. Den werde ich ab 23 Uhr live streamen. Wenn du noch nie einen Raketenstart live gesehen hast, schalt gerne ein und stell deine Fragen im Live-Chat. Aber zum heutigen Thema. Die bemannte Raumfahrt hat bei 4 Unglücken 18 Tote bei Orbitalflügen zu beklagen. Das ist tragisch, aber für mehr als 60 Jahre Raumfahrt mit etwa 350 Starts und über 550 Menschen im All, die meisten mehrmals, ist das erstaunlich wenig. Für 14 Todesopfer sind allein die beiden Shuttle-Unglücke verantwortlich. Die 4 weiteren Toten während Flügen in den Orbit sind auf 2 Soyuz-Unglücke zurückzuführen. Bei Soyuz 1 versagte der Fallschirm, was Wladimir Komarow das Leben kostete. Und bei Soyuz 11 erstickten die 3 Kosmonauten aufgrund eines Druckabfalls. Auch wenn das eine sehr kritische Phase bei einem Raumflug ist, ist während eines Starts noch nie ein Astronaut ins Leben gekommen. Ob das an den Startabbruchsystemen liegt, das klären wir heute. Aber erst einmal ganz allgemein. Startabbruchsysteme, auch kurz LES für Launch Escape System genannt, sind Systeme, die in einem Notfall in der Startphase das Crewgefährt von der Rakete in eine sichere Entfernung bringen. Das schließt nicht nur die Zeit des eigentlichen Starts ein, auch während der Zeit vor dem eigentlichen Start, wenn die Crew schon auf der Rakete wartet. Auch der Weg in den Orbit ist so je nach System abgesichert. Für den Start gibt es eigentlich 2 Extremfälle. Erstens auf dem Pad, wenn das ganze System, Rakete, Kapsel, keinerlei Geschwindigkeit hat. Dann muss hier das Rettungssystem aus dem Stand in der Lage sein, die Astronauten von der Rakete wegzubringen. Der zweite Extremfall, den haben wir bei Max-Q, also just in dem Moment, wenn wir die allerhöchsten Belastungen auf der Rakete haben. Dass diese Aufgabe nicht ganz trivial ist, kann man sich auch überlegen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was so ein System eigentlich im Notfall leisten muss. Nur weil da ein extra Raketenantrieb auf der Kapsel sitzt und zieht, heißt es ja nicht, dass der Antrieb automatisch geradeaus fliegt. Vorrichtungen müssen her, die die Flugbahn der Kapsel regeln. Erst einmal weg aus der Flugbahn der Rakete hinten dran und dann konstant in eine bestimmte Richtung. Bei Starts in Florida will man zum Beispiel bei Abbrüchen, wo die Rakete noch auf dem Pad steht, Wasserlandungen. Bei Abbrüchen in der Luft will man nicht umherschlingern oder auch nicht von dem Feuerball oder Trümmerteilen der Rakete erwischt werden. Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Abbruchsysteme an. Los geht's mit dem Crew Dragon von SpaceX. Quizfrage: Wie würdest du im Spiel Tabu SpaceX beschreiben, ohne die Worte Elon Musk, Falcon 9, Starship oder Starlink zu verwenden? Ja, zum Beispiel wiederverwendbar. Und tatsächlich ist das Startabbruchsystem von SpaceX Crew Dragon das einzige, das wiederverwendbar ist. Das ist ein bisschen historisch bedingt. Ursprünglich war es nämlich dazu gedacht, die Kapsel zu landen. Nicht nur auf der Erde, sondern, du ahnst es, auch auf dem Mars. Das wurde aber aufgegeben. Nicht nur, weil man ja bei SpaceX auf die Starship-Entwicklung gesetzt hat, sondern weil die NASA grundsätzlich Fallschirme für Crewflights wollte. Da man in das Super Draco-System aber eh schon Entwicklungsarbeit gesteckt hatte, als die NASA das System abschließend definitiv nicht haben wollte, wurde das System für den Startabbruch umfunktioniert. Und da es mit der Kapsel wieder zur Erde zurückkommt, kann man es einfach auch beim nächsten Start wieder einsetzen. Zum Einsatz kommen wie bei Boeing Starliner hypergole Treibstoffe. Dass die nicht ganz ungefährlich sind, zeigte sich bei einem Test der Super Dracos auf Landing Zone 1 am Cape. Durch ein Leck an einem Ventil kam es zu einer Kettenreaktion und schließlich zu einer Explosion, die die Crew Dragon Kapsel vollständig zerstörte. Aber sie war unbemannt und keiner kam zu Schaden. Dieser sehr ernste Zwischenfall warf das Programm um Monate zurück und es sah so aus, als ob dadurch Boeing vor SpaceX einen bemannten Flug erreichen könnte. Aber das Wichtigste war, die Mängel wurden behoben und letztlich war ja SpaceX trotzdem schneller und fliegt seit einem Jahr erfolgreich Crew zur ISS. Und noch ist Boeing Starliner auch immer noch nicht geflogen. Es gibt auch noch weitere Gemeinsamkeiten zum Starliner, denn beide Systeme
drücken und sind sogenannte Pusher, entgegen zum Beispiel dem System von Apollo oder der Soyuz, die ziehen, englisch Puller. Einen spektakulären Test des Crew Dragon Abort Systems habe ich noch gut in Erinnerung. Das war der In-Flight Abort Test, wo während des Fluges ein Falcon 9 Booster gezielt zum Versagen gebracht wurde. Dieser Fehler, der wurde dann von der Crew Dragon folgerichtig als Gefahr erkannt, worauf es einen Notfallabbruch einleitete und die Kapsel automatisch von der explodierenden Rakete wegbeförderte. Ganz interessant ist, dass der sogenannte Trunk an der Kapsel verbleibt. In ihm befindet sich manchmal Nutzlast, die nicht in einer Druckkapsel transportiert werden muss. Wie zum Beispiel die Solarpaneele, die dieses Jahr zur ISS geliefert wurden. Ja, warum betreibt man diesen Aufwand, den Trunk mit wegzubefördern? Ist doch nur unnötiger Ballast, der kann so wertvoll doch nicht sein. Oder hat Elon da irgendwie Dogecoin reingepackt? Tatsächlich hat das mit der Aerodynamik zu tun. Durch den Trunk ist der Druckpunkt durch den Fahrtwind deutlich hinter dem Massenschwerpunkt, was dazu führt, dass der Flugkörper aerodynamisch stabilisiert ist. Zusätzlich sorgen die kleinen Flügelchen an den Seiten dafür, dass sich die Kapsel nicht zu sehr um die Längsachse dreht. Zu Schwerpunkten an Raketen muss ich unbedingt noch ein eigenes Video machen, ja, weil es für die Raketen oder das Konzept einer Rakete extrem wichtig ist. Fun Fact, wenn ihr sehen wollt, wie ein System das nicht gut berücksichtigt, Jeff Bezos' New Shepard hat bei einer Demonstration des Abbruchsystems ziemlich gut bewiesen, wie man es nicht machen sollte. Kommen wir zum Starliner von Boeing. Wie der Crew Dragon von SpaceX arbeitet auch der Starliner von Boeing als Pusher. Drückt im Notfall also die Kapsel samt Servicemodul von der Rakete weg. Auch hier wirkt sich das aerodynamisch günstig aus. Hat hier aber noch den Hintergrund, dass man im Servicemodul die Tanks und die Triebwerke untergebracht hat. Das ist insoweit ganz clever, da man so den Treibstoff entweder nutzt, um die ISS zu erreichen oder eben im Notfall, um von der Rakete wegzukommen. Für die meisten Systeme sind die Abbruchsysteme für den eigentlichen Flug unnötiger Ballast, weswegen man Starttürme ähnlich wie auch Nutzlastverkleidung so früh wie möglich im Flug loswerden möchte. Anders als bei SpaceX bringt man das System bei Boeing aber nicht wieder zurück zur Erde, sondern das Servicemodul wird vor dem Wiedereintritt abgesprengt und verglüht in der Atmosphäre. Bei Boeing Starliner sorgen im Abbruchsfall 4 Düsen für insgesamt 60 Tonnen Schub, der wie bei SpaceX aus Monomethylhydrazin, kurz MMH, plus Distickstofftetroxid hypergolisch generiert wird. Im Abbruchsfall ballern diese Triebwerke dann Kapsel und Servicemodul mit mehr als 4G von der Rakete weg. Kleinere Lenkdüsen steuern dann den Flug und die Ausrichtung der Kapsel. Nach Erreichen des Scheitelpunkts des Freiflugs drehen diese kleinen Triebwerke die Kapsel und das Servicemodul dann um. Ähnlich zum Trunk des Crew Dragon wird nun das Servicemodul abgesprengt und die Kapselform sorgt im Freifall für die Stabilisierung des Flugs mit Hitzeschild voran. Ganz spannend, dass Starliner ja auf Land landet und dafür sein Hitzeschild kurz vorher abspringt und darunter dann Airbags für die Landung entfaltet. Das ist tatsächlich ein Novum in der amerikanischen Raumfahrt. Und nun zu Tony, unserem Mondflüsterer, und dem amerikanischen Startabbruchsystem der 60er Jahre. Los geht's mit Mercury. Vorab einmal eine kleine Trägerraketeneinordnung, denn für die bemannten Flüge waren es zweimal eine Redstone-Rakete für die suborbitalen Flüge und viermal eine Atlas-Rakete für die orbitalen Flüge. Das Rettungssystem bezieht sich auf die Kapsel bzw. das Ein-Mann-Mercury-Raumschiff. Das bedeutet, es war in dem Falle egal, welche Trägerrakete genutzt wurde. Kommen wir zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Mercury LAS. Der Rettungsturm hatte eine Höhe von knapp 5 Metern und ein Gewicht von 580 Kilo. Der Feststoffraketenmotor mit 3 abgeschrägten Düsen konnte einen 1,4 Sekunden langen Schub von knapp 231 kN erzeugen, was einer Schubkraft von 23,5 Tonnen entsprach. Dies reichte aus, die Kapsel auf über 500 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen und die Astronauten somit in Sicherheit zu bringen, sofern ein Notfall vorliegt. Die G-Kräfte würden dabei weit über 10 G liegen und eine sehr hohe Belastung für die Astronauten bedeuten. Während der Startphase wurde das LAS von der Kapsel abgetrennt. Bei Mercury Redstone war dieser Zeitpunkt zum Beispiel 143 Sekunden nach dem Start. Diese Abtrennung wurde mit einer kleinen Feststoffrakete mit einer Schubkraft von 3,6 kN bzw. 367 Kilo und einer Brenndauer von 1,5 Sekunden realisiert. Das Rettungssystem kam bei Mercury nie zum Einsatz. Ja, weiter geht's mit Gemini. Dieses Programm wollte einen etwas anderen Weg gehen. Das ursprüngliche Konzept sah bei Gemini eigentlich eine Landung der Kapseln auf dem Festland vor. Mit einem Paraglider. Ja, mit einem Paraglider. Da das Konzept allerdings keinen Rettungsturm vorsah, wurde so geplant, dass im Gemini-Programm das Leben der Astronauten bei einem Notfall nicht mit einem Launch-Escape-System, sondern mit Schleudersitzen gesichert werden sollte. Gus Grissom und John Young waren sogar mal Zeugen eines missglückten Tests,
wo sich die Luken nicht öffneten und die Dummies durch die geschlossene Luke gestoßen wurden. John Young kommentierte das in seiner trockenen Art mit: Das sind höllische Kopfschmerzen, aber nur kurze. Da alle Titan II Starts im Rahmen des Gemini-Programms erfolgreich waren und Wally Schirra die Sitze nicht auslöste, kam es aber nie zu einem Einsatz bei Gemini. Ein Ausstieg wäre in etwa so abgelaufen. Der Treibsatz, der die Sitze mit den Astronauten nach außen führt, brennt 0,25 Sekunden. Nach knapp 0,45 Sekunden hätten die Astronauten die Kapsel dann verlassen. Nach etwas mehr als einer Sekunde würden die Gurte gelöst. Sitz und Astronauten trennen sich. Anschließend würde sich ein Nylon-Fallschirm mit einem Durchmesser von knapp 8,5 Metern öffnen und am Ende landet der natürlich im besten Falle mit dem Astronauten am Boden. Soweit, so gut. Ich blende dir jetzt einmal ein Video ein, welches wunderbare Aufnahmen eines unbemannten Tests mit Dummies zeigt. Behalte dabei bitte immer im Hinterkopf, dass zur damaligen Zeit bis zum Apollo 1-Unfall die NASA-Kapseln immer mit 100%igem Sauerstoff gefüllt waren. Na, ist dir was aufgefallen? Ein tolles Video vom Everyday Astronaut Tim Dodd zu diesem Thema hat unter anderem genau das thematisiert. Die Treibsätze der Schleudersätze hätten direkt in die Kapsel gefeuert, die stundenlang mit reinem Sauerstoff befüllt wurde. Eine Kombination, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod der Astronauten geführt hätte. Tom Stafford, Pilot bei Gemini 6 bzw. Gemini 6a, kommentierte das in etwa so: Wir wären zwei Räucherkerzen gewesen. Mit wir meinte er sich und Walter Schirra, die beiden in der Tat fast einen Ausstieg bei der Gemini 6a Mission auf der Startrampe gehabt hätten, welche am 12. Dezember 1965 hätte starten sollen. Der Countdown und die Zündung der Triebwerke verliefen auch reibungslos, bis knapp 1,5 Sekunden danach, als die Triebwerke abrupt abschalteten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da die Startuhr bzw. die Missionsuhr im Raumschiff bereits gestartet war, sahen die Missionsregeln vor, dass der Kommandant Schirra nun die Schleudersitze auslösen sollte, da eine vollgetankte Titan-2-Rakete, die auf die Startrampe zurückstürzt, den sicheren Tod der beiden Astronauten bedeutet hätte. Er tat dies aber nicht und verließ sich dabei voll und ganz auf seine Sinne und Erfahrung. Da Schirra keine Beschleunigungskräfte oder sonstige Bewegungen registrierte, blieb er ruhig und löste die Schleudersitze nicht aus. Man könnte auch sagen, Walter Schirra hatte in diesem Fall Eier aus Stahl und rettete mit dem Wissen, was wir jetzt auch haben, sich und Tom Stafford wahrscheinlich das Leben. Weiter geht's mit dem Apollo-Programm und deren Launch-Escape-System. Dieses System hatte sehr viel Ähnlichkeit mit dem LES von Mercury und konnte sowohl manuell als auch automatisch ausgelöst werden. Die automatische Auslösung wäre bei folgenden drei Kriterien passiert und wurde durch das Emergency Detection System überwacht. Erstes Kriterium war eine Explosion der Saturn-Rakete. Dies wurde über drei Kabel gesichert, die an der Rakete entlang verlegt waren. Verlieren mindestens zwei Kabel den Kontakt, weil diese beispielsweise durch eine Fehlfunktion abreißen, dann hätte das System automatisch ausgelöst. Zweites Kriterium war der Schubverlust von mindestens zwei Triebwerken der ersten Stufe um 90% oder mehr. Drittes Kriterium waren die Rotationsgeschwindigkeiten. Nickte oder gierte die Rakete mehr als 4 Grad pro Sekunde bzw. rollte die Rakete 20 oder mehr Grad pro Sekunde, hätte dies ebenfalls zur Auslösung des Systems geführt. Beim Test A003 am 19. Mai 1965 kam es tatsächlich zu einer Abbruchsituation, denn der Test sollte eigentlich ganz anders verlaufen. Anstatt wie geplant einen Höhenabbruch von knapp 35 Kilometer zu testen, wurde durch ein viel zu starkes Rollen von Little Joe 2 ein Abbruch in geringer Höhe eingeleitet, da die Rakete in etwa 4 Kilometer Höhe begann auseinanderzufallen. Das LES bewies sich sozusagen in einer Live-Situation. Kommen wir zu den Zahlen, Daten, Fakten. Der gesamte Rettungsturm hatte eine Höhe von knapp 10 Metern und ein Gewicht von etwa 3,6 Tonnen. Das gesamte System verfügte über insgesamt drei Feststoff-Raketenmotoren, welche unterschiedliche Aufgaben hatten. Der Launch-Escape-Motor war der größte und der mit dem kräftigsten Schub und bestand aus 4 Düsen und hatte eine Brenndauer von 3,2 Sekunden.
Er entwickelte einen maximalen Schub von ca. 67. Der zweite Feststoffraketenmotor war der Tower Jettison Motor mit zwei schrägen Düsen. Dieser feuerte definitiv bei jedem Start, in dem das LES eingesetzt wurde, ob Notfall oder nicht. Denn der Tower Jettison Motor sorgte für die Trennung des LES mit dem BPC vom Apollo-Kommandomodul. Dieser Motor brannte etwa eine Sekunde und entwickelte einen Schub von knapp 14 Tonnen. Der dritte Feststoffraketenmotor war der Pitch Control Motor und war oben am LES angebracht und sorgte für die Änderung der Lage. Dieser hatte einen Schub von knapp 1,1 Tonnen und brannte etwa eine halbe Sekunde lang. Als Treibmittel diente bei allen drei Motoren ein Gemisch aus Polysulfiden. Um das Kommandomodul so auszurichten, dass der Hitzeschild nach vorne und die Fallschirme nach hinten zeigen, befanden sich am oberen Ende des LES sogenannte Canards. Dies waren zwei metallische aerodynamische Steuerflächen mit einer Länge von ca. 1,5 Metern, die nur während des Startabbruchsmodus ausgefahren und 11 Sekunden nach Auslösung des Abbruchs durch Druckluft in eine feste Position gebracht würden. Wie bei Mercury und bei Gemini kam das System im Ernstfall auch nie bei Apollo zum Einsatz. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Toni, für die Erklärung der amerikanischen Startabbruchsysteme der 60er Jahre. Hashtag Team Space. Ja, das Startabbruchsystem von Apollo ist auch eine perfekte Überleitung zu dem Startabbruchsystem des Artemis-Programms. Wie du ja vielleicht weißt, heißt die Crew-Kapsel im Artemis-Programm Orion und hat schon allein äußerlich, wie ich finde, sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Apollo-Service-Modul. Auch wenn Orion natürlich deutlich größer ist. Wie du vielleicht auch weißt, verlässt man sich im Artemis-Programm auf erprobte Technik. So ist das SLS eigentlich ein untoter Zombie, zusammengeklatscht aus alter Space-Shuttle-Hardware. Naja, jetzt nicht so ganz, aber du weißt, was ich meine. Und so wundert es einen dann vielleicht auch nicht, dass das Startabbruchsystem der Orion dem von Apollo meiner Meinung nach sehr ähnelt. Auch bei Orion haben wir einen Puller, also ein ziehendes System mit Feststofftriebwerken. Bei Orion besteht dieses System aber aus zwei Feststofftriebwerken, nicht aus drei wie bei Apollo. Zum einen haben wir da den Hauptbooster, der im Notfall, aber auch bei regulären Absprüngen in großer Höhe, den Startabbruchturm von der Rakete wegbefördert. Dieser Antrieb ist so potent, dass er den Startturm mit Kapsel in 2 Sekunden von 0 auf 650 km/h beschleunigt. Dass das System dazu in der Lage ist, hat es auch 2019 während eines Escape-Tests unter Beweis gestellt. Richtig spannend finde ich aber den zweiten, kleineren Feststoffbooster. Der dient der Steuerung und wird über elektrisch betriebene Ventile auf unterschiedliche Düsen geleitet und steuert so die Ausrichtung des Systems. Und hier zur Ehrenrettung von SLS und Artemis, das ist ein ziemlich cooles neues System und keine ausgebuddelte NASA-Karteileiche. Hier kurz in eigener Sache. Kleine Nischenkanäle wie Mondgeflüster, Marschroniken und auch Senkrechtstarter haben es extrem schwer auf YouTube. Also wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, gern liken oder disliken, wenn es dir irgendwie nicht gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch sehr über konstruktive Kritik in den Kommentaren. Kommen wir zur Soyuz. Das System der Soyuz erwähne ich nicht nur der Vollständigkeit halber. Tatsächlich sind die Startabbruchsysteme der russischen Soyuz die einzigen, die schon eingesetzt wurden. Und zwar dreimal an der Zahl. Der erste Abbruch war am 5. April 1975. Hierbei versagte während des Soyuz 18 Fluges die Trennung von der zweiten zur dritten Stufe. Durch Flugbahnabweichung wurde das Startabbruchsystem ausgelöst. Problem war nur, dass der Startabbruchturm bereits abgeworfen war. Spannenderweise wurden die Triebwerke des Servicemoduls dann verwendet, um vom Träger wegzukommen. Da der Flugvektor durch den Fehler der Rakete in Richtung Erde gerichtet war, beschleunigten die Triebwerke des Servicemoduls die Kapsel samt Kosmonauten zusätzlich in Richtung der Erdbeschleunigung. Durch diese erhöhte Geschwindigkeit wirkten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre das 21-fache der Erdbeschleunigung auf die Crew, was diese aber überlebte. Die Crew landete in China und wurde durch eine geheime Kommandomission des russischen Militärs mit Helikoptern aus China heraus geborgen. Der zweite Startabbruch war der erste bemannte Pad Abort in der Geschichte der Raumfahrt. Er ereignete sich auf der Startrampe nur Minuten vor dem Start. Die Soyuz-Trägerrakete stand lichterloh in Flammen und nur 2 Sekunden vor der Explosion wurde das LES ausgelöst und gezündet und brachte die Kosmonauten in sichere Entfernung. Der dritte Startabbruch ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Am 11. Oktober 2018 gab es kurz nach dem Start ein Problem mit der Boosterabtrennung. Das war auf einen Sensorfehler zurückzuführen. Als Konsequenz traf einer der Booster nach dem Abtrennen die Hauptstufe. Das Startabbruchsystem erkannte den schweren Fehler folgerichtig und trennte sofort ab und rettete so der Crew das Leben. Interessanterweise wurde die Crew aber nicht vom Startabbruchturm gerettet. Der war nur wenige Sekunden vorher abgetrennt worden. Tatsächlich verfügt die Soyuz über ein sekundäres System innerhalb der Nutzlastverkleidung, was der Crew dann das Leben rettete. Du wirst es nach den ganzen Startabbruchsystemen, die ich dir gerade aufgezählt habe, kaum glauben, aber das Space Shuttle besaß kein Launch Escape System.
Während der ersten Flüge des Shuttles gab es noch zwei Schleudersitze für die beiden Piloten. Da es aber bis auf die ersten vier Flüge immer größere Besatzungen gab, waren diese wirklich nur für die ersten Testflüge vorgesehen. Als die Besatzung dann auf 7 Astronauten bzw. ein Flug war ja mit 8 aufgestockt wurden, wurden die Schleudersitze dann entfernt. Es wurde oft darüber diskutiert, ob man nicht ein System einbauen sollte, das die ganze Crew-Sektion abtrennt. Das wurde aber nie umgesetzt und wäre nachträglich vermutlich auch sehr schwer einzubauen gewesen. Dadurch, dass es kein Notfallsystem gab, musste die Technik komplett fehlerfrei sein. Dass es kein Rettungssystem vor dem Boosterabwurf gab, wurde 1986 dem Space Shuttle Challenger zum Verhängnis. Hierbei hätte vielleicht wirklich ein Startabbruchsystem das Unglück verhindern können. Beim Columbia-Unglück hingegen, das ja beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auseinanderbrach, hätte auch ein LES die Crew nicht retten können. Im Nachhinein muss man sagen, hatte man die Gefahren des Shuttles einfach nicht richtig berechnet, was zum Verlust von 2 Crews und 14 Menschenleben führte und letztlich dann zur Außerdienststellung des Shuttles. Kommen wir zu SpaceX Starship. Für Starship ist tatsächlich auch kein Startabbruchsystem vorgesehen. Wie sagt Elon dazu? Ein Startabbruchsystem hilft dir nicht auf Mond und Mars, also muss das Starship so zuverlässig sein, dass es auch ohne funktioniert. Es gibt ganz viele Menschen, die es unverantwortlich finden, dass für Starship kein Rettungssystem vorgesehen ist. Ha, die sitzen da doch auf einer Riesenbombe an Treibstoff. Man hat doch gesehen, wie Starships eins nach dem anderen explodieren. Ja, die Vergleiche mit dem Space Shuttle hinken etwas, da beim Columbia-Unglück ein Startabbruchsystem ja auch nicht geholfen hat. Bei Challenger, wie gesagt, sieht das vermutlich anders aus. Das Feuerballargument der bisherigen Starship-Entwicklung lasse ich nicht gelten. Das hängt ja mit der hardwarelastigen Entwicklung bei SpaceX zusammen, die ja letztlich dazu führt, dass man Fehler in der Frühphase erkennt und die eben auch zu dieser enormen Entwicklungsgeschwindigkeit führt. Zum Erfolg scheitern, jedes Mal ein bisschen weniger falsch liegen. Wenn es um Menschenleben geht, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Und ja, es geht um eine große Menge Treibstoff, die potenziell explodieren kann. Das kann man aber auch von Flugzeugen sagen. Auch wenn es natürlich ein anderes Verhältnis von Treibstoffmenge zu Flugzeuggewicht gibt. Flugzeuge sind aber ein gutes Stichwort. Obwohl Luftfahrt potenziell gefährlich ist, fragen sich vermutlich die wenigsten beim Einsteigen in ein Flugzeug, warum sie keinen Fallschirm mitbekommen. Das liegt natürlich auch viel an der persönlichen Einschätzung. Grundsätzlich halten wir Flugzeuge für ein sicheres Verkehrsmittel und das bestätigt ja auch die Statistik. Für eine Rakete haben wir diese Empfindung offensichtlich noch nicht. Und auch wenn es in der Frühphase der Raumfahrt, als buchstäblich jede Woche eine Rakete explodiert ist, bestimmt eine gute Idee war, die Astronauten vor der Rakete zu schützen, wurden die Systeme ja, wie wir ja vorhin beschrieben haben, erstaunlich selten eingesetzt. Was muss denn passieren, damit sich Menschen ohne ein Rettungssystem in einen Starship setzen? Ich persönlich würde mich zum Beispiel jederzeit in eine Crew Dragon von SpaceX und auf die Spitze einer Falcon 9 setzen. Ich habe mittlerweile so viele erfolgreiche Raketenstarts von SpaceX gesehen, dass ich dem Transportsystem sehr vertraue. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass Crew Dragon auch ein Startabbruchsystem hat. Aber zurück zum Starship. Wir werden vermutlich hunderte unbemenschte Starts sehen, bevor Menschen mit dem Starship fliegen werden. Ja, aber wer braucht denn hunderte Starship-Starts? Naja, sprechen wir das Ganze doch mal grob durch. Zuerst werden wir den ersten Orbitalflug sehen. Ein Testflug, der laut Elon definitiv in der Zerstörung von Starship endet. Vielleicht auf einen 420x69 Orbit? Dann werden wir bis zu 10 Orbitalflüge sehen, bei denen Starship auf Orbitalgeschwindigkeit gehen wird und zurück zur Erde kommt, um das System zu optimieren. Laut Elon wird es für diese Flüge höchstwahrscheinlich keine Türen geben, also wird man gar keine Nutzlast mitnehmen können. Es geht also um die Perfektionierung von Start und Wiedereintritt. Und als nächstes folgen dann vermutlich Starlink-Starts. Das heißt eine SpaceX-Nutzlast, bei der man kein Risiko eingeht, einen Kunden zu verärgern, wenn man ja jetzt zig Millionen Dollar teure Nutzlast in die Luft sprengt. Bei den eigenen Starlink-Starts trägt das finanzielle Risiko für die Nutzlast dann SpaceX. Und wenn diese Starlink-Starts dann erfolgreich sind, werden andere kommerzielle Kunden Starship nutzen wollen, einfach weil es so extrem billig von SpaceX angeboten wird. Oder zumindest deutlich günstiger als von der Konkurrenz. Der nächste Schritt werden dann suborbitale Flüge sein. Ja, richtig gehört. Es gibt viele Menschen, die Point-to-Point-Flüge von Starship für total abwegig halten. Ich kann euch aber sagen, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das US-Militär alles dafür tun wird, diese Fähigkeiten zu erlangen. Das würde mit Sicherheit zu einer Vielzahl von Starship-Starts führen. Ein Transportsystem, das in weniger als einer Stunde jeden Punkt der Erde ansteuern kann und dazu noch vertikal landen kann, das ist der feuchte Traum eines jeden Generals. Also wenn Starship mal erfolgreich fliegt, sei dir sicher, es wird eine Vielzahl von Anwendungsfällen geben, die dafür sorgen werden, dass Starship sehr, sehr oft fliegen wird. Definitiv mehrmals pro Woche und später sogar mehrere Male am Tag. Denn es ist völlig wiederverwendbar. Die Startkosten werden sich hauptsächlich auf den Treibstoff beschränken. Es ist dann wie ein Flugzeug. Und auch wenn das heute total weit weg klingt und für einige vielleicht wenig realistisch, sobald Starship zuverlässig und regelmäßig fliegen wird,
wird es nicht lange dauern, bis wir bemenschte Flüge sehen werden. Und unseren Enkeln werden wir erzählen, dass in der Frühphase Raketen Rettungssysteme hatten, weil die Technik noch so unausgereift und selten war, dass man auf Nummer sicher gehen wollte. Im Übrigen ist Starship selbst kaum geeignet, um als Rettungssystem für Booster-Fehlfunktionen zu dienen. Mit 3 Meereshüllen und 3 Vakuumraptoren hat das Ding am Boden, bedingt durch die atmosphärische Ineffizienz der Vakuumtriebwerke, vollgetankt ein Schub-Gewichtsverhältnis, kurz SGV, von deutlich unter 1. Im Vakuum wäre der Wert minimal über 1. Aber wenn man einen Booster mit 2 oder 3 G am Hintern hat, ist an Flucht mit diesen kleinen Werten definitiv nicht zu denken. Ja, es steht zur Debatte, mehr Vakuumtriebwerke anzubringen, aber auch da wird der SGV deutlich unter 2 bleiben. Man könnte sich vermutlich Systeme zum Abtrennen der Nase ausdenken, aber warum nicht den Weg des vielfachen iterativen Testens wählen? Das Potenzial ist ja da. Was meinst du? Liege ich mit meiner Einschätzung komplett falsch? Schreib mir doch gerne unter dem Video. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Toni, der mit seinem Video über Rettungssysteme der 60er Jahre das Video erst vollständig gemacht hat. Mondgeflüster, toller Kanal, unbedingt abonnieren. Wenn ihr euch für die Geschichte der Raumfahrt interessiert, Toni ist euer Mann. Vielen Dank an Astrid und Ineas, die das Skriptkorrektur gelesen haben und an Hauke und Space Racer für die Hilfe bei der Recherche. Ganz, ganz großes Dankeschön geht natürlich wie immer an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Ohne euch hätte ich das Ganze bestimmt schon viel früher sein lassen. Und besonderer Dank geht natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Ich versuche von dem Kanal zu leben, bin da aber noch weit, weit von entfernt und ihr unterstützt diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal direkt und helft somit, Menschen für Raumfahrt zu begeistern. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.